So, Lena, jetzt ab ins Bett. Es ist Zeit. Leg dich hin, es wird geschlafen. Aber Mama, ich bin noch gar nicht müde. Lena, leg dich einfach hin und mach deine Äuglein zu. Du wirst schon einschlafen. Gute Nacht, mein Schatz. Gute Nacht, Mama. Ich liege hier bestimmt schon eine halbe Stunde wach. Ich kann einfach nicht schlafen. Oh, schon 9:30. Jetzt muss ich aber wirklich einschlafen, sonst bin ich morgen viel zu müde für die Schule. Hm? Wo bin ich denn hier gelandet? Alles in rosa. Der Pilz ist ja fast so groß wie ich. Hier links geht's zum Fuchs. Und rechts zum Eichhörnchen. Das sind wirklich seltsame Wegbeschreibungen. Ich werde mich mal umsehen und schauen, ob hier noch jemand anderes ist. Hier in der Baumhöhle scheint niemand zu sein. Oh, eine Tür. Aber wo ist denn die Klingel? Ich werde einfach mal klopfen. Es macht niemand auf. Oh, ein Schild. Da steht drauf, Mini-Chu-Chu. Mini-Chu-Chu. Was soll das bedeuten? Habe ich noch nie gehört. Vielleicht ist das hier ein Bahnhof. Chu-Chu. Wie eine Lokomotive. Chu-Chu-Chu-Chu-Chu-Chu. Aber hier sind keine Gleise. Und auch keine Schienen. Weit und breit ist das hier das einzige Haus. Oh, da ist ja ein Korb. Wo kommt der denn her? Und wieso schwebt er in der Luft? Er bewegt sich ja noch, also muss ihn irgendjemand angeschubst haben. An dem Korb ist ein Seil und das führt nach oben. Hallo? Ist da jemand? Hallo? Hier oben. Steig in den Korb, ich zieh dich hoch. Halt dich gut fest. Wer bist du? Und wo bin ich hier? Du bist in der Zauberwelt, der Mini-Chu-Chus. Ich bin Livy. Ich bin Lena. In der Zauberwelt? Träume ich etwa? Ja, Lena, du träumst. Um 10 Uhr abends nehmen wir immer kleine Mädchen mit auf eine Traumreise. Zu uns, zu den Mini-Chu-Chus. Und du lebst hier ganz alleine? In diesem Baum hier? Nein. Von uns Mini-Chu-Chus gibt's noch viel mehr. Wir wohnen hier zwischen den alten Eichen. Mit unseren Freunden, den Waldbewohnern. Komm, wir gehen nach unten, dann zeige ich sie dir. Das sind meine kleinen Freunde, Fuchs und Eule. Die anderen Mini-Chu-Chus sind gerade außer Haus. Ach, die sind aber süß. Und ganz lieb sind sie auch. Livy, ich muss los. Das macht nichts, Lena. Du kannst mich gern wieder besuchen. Ich freue mich immer, wenn mich jemand besucht. Auf Wiedersehen. Lena, hast du deinen Wecker gar nicht gehört? Den habe ich sogar bis nach unten gehört. Doch, doch, Mama. Ich habe nur tief und fest geschlafen.